Jo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wolf und Bergmann. Ich bin Hagen Wolf. Und ich bin immer noch der Werner Bergmann. Irgendwas mit Tag heute wieder? Also erstmal möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, allerhöchste Vorsicht ist geboten, meine Damen und Herren, in den nächsten 14 Tagen, wenn man sich derzeit auch in den eigenen vier Wänden herauswagt, es könnte zu heiß, zu nass, zu kalt oder schwer absetzbar sein. Habe ich gehört. Also bitte, seien Sie vorsichtig. So, aber was ich noch sagen wollte, wie ist unser Verhältnis zueinander? Wie würdest du es beschreiben? Todfreunde? Ja, so in der Richtung, ne? Also ist es supi oder kacki? Weil Robert Habeck wurde jetzt vor kurzem in einem Frühlingsinterview, also so ein Außeninterview befragt, wie sein Verhältnis zu Lindner wäre. Und Lindner, sein Verhältnis zu Lindner wäre supi. Supi? Supi, das ist so ein Kindersprech. Also supi, er hat so ein bisschen was Kindergartenmäßig. Ja. Wobei ich mich dann gefragt habe, sag mal, wie sieht denn das bei Olaf Scholz aus? Machen die, wenn die so Kabinettssitzung machen, erst so ein Kreis, Sitzkreis, und dann singen sie alle Kumbaya, my lord, Kumbaya. Ja, wahrscheinlich. Und dann ist es supi, nicht wahr? Also wirklich, besonders wenn man in letzter Zeit, hatte man das Gefühl, eigentlich war es weniger supi, das Verhältnis, gerade zwischen Habeck und Lindner, ne? Aber mir ist aufgefallen, wenn du beide miteinander vergleichst, was haben sie gemeinsam? Wer, Habeck und Lindner? Mhm. Außer, dass sie Männer sind. Was sie gemeinsam haben? Ja. War keine Ahnung. Die beide waren früher lange Zeit in der Opposition. Ich glaube, ja, das ist die das leiden, für eine Gemeinsamkeit. Ja doch, ich glaube, die leiden beide an Prä-Opposition. Ja. Das ist ein Krankheitsbild, wo man viel zu lange in der Opposition war und auch in der Regierung glaubt, man ist in der Opposition. Und gerade bei der FDP ist sind die Symptome deutlich erkennbar, ja, in dieser Richtung. Ja. Also unseres ist Supikaki, so in der Richtung. Aber wenn du schon bei den Tagen bist, heute, 17. Juli, ist heute der Tattoo-Tag. Tattoo? Trägst du Tattoos? Die trägt man nicht, die hat man. Ja, also hast du ein Tattoo? Nee, habe ich nicht. Ich bin zu alt, außerdem glaube ich, tut das weh. Nein, ich habe auch kein Tattoo. Ich bin auch kein Freund von dieser Tätowiererei. Ja. Erstens habe ich fürchterliche Angst von Nadeln. Ja. Wenn ich mir überlege, ich werde unter so eine Nähmaschine gelegt. Genau. Tut mir leid. Ja. Da bin ich doch zu ein bisschen feminin für. Ja. Obwohl gerade Frauen das ja tragen. Ja. Weißt du noch damals die Zeit, wo das Ageweih so ganz in war? Ja. Wo sich vielleicht heute viele ältere Damen schämen werden, wenn die das haben, so am Bikini und so. Ja, so ungefähr. So, dann ist heute Internationaler Tag der Gerechtigkeit. Das wird hier in Deutschland auch sehr groß gefeiert. Man wird mindestens 50 Klimakleber heute noch verhaften. Ja, wahrscheinlich. Also das wird im Rahmen dieser Aktion Internationaler Tag der Gerechtigkeit wird das stattfinden. Also du hast doch bestimmt einen Quiz. Ja, ich habe nur ein kleines Quiz. Ja, dann mach das kleine. Ja, soll ich mal kurz was machen? Ja, mach mal. Ja, es sind nicht so viele Fragen eingefallen, muss ich sagen. Ja, das ist ja nicht besonders. Das ist doof, gell? Ja. Aber komm, was hast du? Aber ich habe gedacht, machen so ein Feiertagsquiz. Oder oh so ein, ja, passt ja gerade. Passt ja gerade, wenn es passt. Was feiert man in Irland am 1. März? Was feiert man in Irland am 1. März? A, das Ende der Bierprohibition. B, den Beginn der eisfreien Zeit. O, oder C, das Ende des Walfangverbots. Am 1. März jedes Jahr in Irland. Könnte mir das Walfangverbot vorstellen. Ja, also was du dir alles vorstellen kannst, das ist das Ende der Bierprohibition. Ehrlich? Ja, in Irland gab es genau wie in Amerika Bierverbot. Ja. Und das ging von 1915 bis 1989 sogar. Ja, aber selbst in Amerika wird das nicht gefeiert. Ja, aber in Irland halt. In Irland halt. Ja. Übrigens, hast du es mitgekriegt? Wir haben ja jetzt demnächst hier die Fußball-Frauen-WM, noch innerhalb dieser 14 Tage, bis der nächste Podcast kommt. Ja. Und da gibt es ja Testspiele im Moment. Ja. Und die irländische Frauennationalmannschaft hat gegenüber den Kolumbianern das Testspiel abgebrochen, weil es zu brutal war. Ja. Zu viel körperlicher Kontakt. Ja, habe ich gelesen, genau. Ja, weil die Kolumbianerinnen ziemlich getreten haben. Aber die waren wohl ganz schön griffig, so nach dem Motto, wo Männer sagen würden, Weicheier. Ich glaube, die spielen auch gegen Deutschland in der Vorrunde. Ja, natürlich, die kommen gegeneinander, das wird interessant. Je. Aber unsere Frauen haben noch nicht die Buchs voll. Also die sagen, das schaffen wir, die machen wir alle. Was feiert man am ersten Montag im August in Australien? Den Wäschereitag? Ach so. Ja. Den Picknicktag oder den Eisenbahntag? Am 1. August. Am 1. August, am ersten Montag im August. Am ersten Montag im August. Also es ist kein festes Datum. Nein, es ist immer der erste Montag im August. Dann würde ich nicht unbedingt den Eisenbahntag sagen, weil hätte ich jetzt gedacht, die erste Eisenbahn fährt, aber das ist immer ein festes Datum. Was war das andere? Wäschereitag oder Picknicktag? Boah, August. Da würde ich sagen, den Wäschereitag. Nee, das ist Picknicktag. Der Picknicktag? Ja, einfach nur, weil man hat einfach ein verlängertes Wochenende.
Ja, na gut, also, aber das hast du doch jeden Montag. Wenn nein, also Montag ist dann frei. Und deswegen, und die, also, in Australien sagt man den Jungs, ihr braucht mal einen Montag nicht zu arbeiten und der ist dann frei und da wird immer gepicknickt. Das finde ich aber eine schöne Idee, besonders weil bei uns in Deutschland muss es ja jedes Mal irgendeinen Bezug geben. Ja. Es wird einfach mal, dass mal irgendeiner auf die Idee kommt und sagt, gerade wo wir doch die Diskussion hatten mit den Unterschieden zwischen evangelischen und katholischen Feiertagen. Ja. Warum kommt in der Regierung nicht einer auf den Tag und sagt, wir machen den Gleichheitstag? Ja. Kein Sinn dahinter, kein politischer Sinn, kein genau. religiöser, ja. einfach nur geht's frei. Laufen. Und zwar immer am Montag. Immer Montag. Und nicht, dass er irgendwann sonntags oder samstags Nein, ist. Immer Nein, Montag. Immer montags, immer einmal im Jahr. Ja, ja. einmal, finde ja. ich nicht schlecht. Gute Idee. Was macht man an Weihnachten in einer Provinz in Peru? Ja? Jetzt wird es aber ganz skurril. Lauthals für die Stille singen? Ja. Okay. Sich für den Frieden prügeln? Aha. Oder C. Autofahren für ein autofreies Wochenende? Also das Letzte halte ich für Schwachsinn. Aber ich könnte mir tatsächlich das Zweite vorstellen. Sich für den Frieden prügeln? Ja, sich für den Frieden prügeln. Ja, stimmt. Weil es hat vielleicht mal irgendwie so eine Sache gegeben, wo es nach einer Prügelei zu einem Frieden kam. Ja. Und da hat man gesagt, das ist wieder... Ja, weil Weihnachten ist. Ja. Man sagt immer, einen Tag vor Weihnachten prügelt man sich für den Weihnachtsfrieden. Ja, genau. Also alle Konflikte, die man hat, soll man einen Tag vor Weihnachten praktisch soll man sich prügeln. Und dann ist dann Weihnachten friedlich. Wäre es nicht einfach eine logische Sache? Man macht Frieden und prügelt sich nicht? Naja, wäre logisch, aber ja. dann fragen wir doch nicht nach, oder? Ja, ja, nee, die Dummheit der Menschen. Ja, okay, letzte Frage, leider schon. Mit was wird einer der Dorfbewohner beim Charamplesfest in Spanien beworfen? Mit was? Tomaten. Ja, Steckrüben, Tomaten oder Schweinsköpfe? Oh, in Spanien? In Spanien. Schweinsköpfe. Nein, Steckrüben. Doch, das Steckrüben. Ja, ja. Also mit Tomaten werden sie auch beworben, das ist ein anderes Fest. Eier mit dazu. Ja. Ja. Aber sie werden mit Steckrüben beworben. Gibt es einen Sinn, weil die Ernte zu Ende ist oder die Erntezeit beginnt? Oder? Ja, wahrscheinlich. Ja? Keine Ahnung. Aber jedenfalls hat dieser Typ auch eine Rüstung an. Ach so. Weil eine Steckrübe ist ja nicht so leicht. Nein, darum. Ich hätte schon gedacht, das ist wahrscheinlich, so kann man auch abwählen. Ja. Irgendwelchen an Dorf. So, das war's schon. Das war's. Ich habe natürlich noch was und zwar... Ich bin sehr traurig, sehr innerlich, sehr getroffen. Ach nö. Ich habe weinend bei mir zu Hause vor meinem Netflix-Account gesessen. Weil? Habe auf Apple geguckt und habe noch mehr geweint und dann auf Disney Plus und ich habe so geheult. Und Amazon Prime, ich konnte nicht mehr. Denn die Drehbuchautoren haben seit Mai gestreikt und jetzt streiken auch noch, hör zu, ich weiß, es wird hart sein, die Schauspielerinnen in Amerika. Es ist so schrecklich. Das warum? Wird doch dramatische Auswirkungen für mich als Serienjunkie. Und ich weiß, du guckst aber auch gerne. Aber warum streiken die Schauspieler? Na, die streiken aus denselben Gründen, aus denen die Autoren streiken. Hauptsächlich geht es natürlich erstmal wieder ein bisschen mehr Bezahlung. Damit meine ich nicht die teuer hochverdienten Schauspieler, sondern okay. die Komparsen und die kleineren Rollen. Und bei denen geht es wie bei den Autoren darum, dass sie Angst haben, durch künstliche intelligent ersetzt zu werden. Aber ist ja nicht der Streik das falsche Mittel, wenn man Angst hat, ersetzt zu werden? Im Moment haben sie halt die künstliche Intelligenz noch nicht so weit, dass sie die ersetzen können. Darum wollen sie es ja jetzt verhindern und nicht, wenn die so technisch so ausgefeilt aber ist. Aber das kannst du doch nicht verhindern. Ja doch, irgendwie schon. Also sagen wir mal so, die wollen sie auch nicht verhindern. Aber die wollen, also als Beispiel, die drehen einen großen Film. In dem Film gibt es eine große Massenszene mit Komparsen. Ja. Dieser Film wird gedreht, fertig gedreht und anschließend werden diese Komparsen in einem anderen Film, in einer etwas anderen Konstellation durch künstliche Intelligenz neu eingemischt. Ja. Dann kriegt der Komparse, der aber vorher in dem Film war, nichts dafür. Und das wollen sie eben verhindern. Bei uns wäre KI Geldverschwendung. Hast du mal den Film Manta Manta? Ja, okay. Den zweiten Teil dir angeguckt? Ja. Ich meine ganz ehrlich, künstliche Intelligenz hier in Deutschland, das ist doch wie Krabbenpoolen. Ja. Krabbenpoolen machen doch Menschen. Menschliche Finger sind doch billiger, als wenn das Maschinen machen würden. Ja, und so ist das in Deutschland aus. Also wenn du das hier so siehst, was sie hier machen, so einen großen Kinoknaller in Anführungszeichen gesetzt. Gibt's ja nicht. Manta Manta, zweiter Teil von Til Schweiger. Der wäre doch selbst für eine KI eine Herausforderung. Ja, das stimmt. Wie willst du das denn machen? So schlichte Figuren zu so ein Thema da, wo die Gürtellinie nach oben eigentlich schon gar nicht mehr unterschritten werden kann. Da ist das Wort so. Intelligenz in Künstliche eigentlich nicht vorhanden. So nein, die ist auch nicht nötig. Ja. Selbst hier Fernsehen, deutsche Vorabendserie. Oh ja. Wozu brauchst du da Intelligenz? Also ich könnte jederzeit aus dem FF dir eine Vorabendserie fürs ZDF schreiben. Ne? Was brauchst du dafür? Also ich brauche zum Beispiel so ein paar gemütliche Muttis, ne? Die dann von ihren Freundinnen erzählen, ihren Job lieben,
Wahrscheinlich ein netter Arbeitsplatz, wo ich das reinpacke. Vielleicht ein, ja, was könnte man da nehmen? Eine Kinderwunschklinik, eine Tierarztpraxis, ja, ein Bergrettungswasser, ja, genau, irgendwas so in der Art. Aber wichtig ist, bei allen Geschichten, die Figuren brauchen ein Trauma. Ja. Irgendwas, unter was die leiden. Ne? Ja. Die sind Trennungskind, der Hund wurde überfahren, ja, sind in der Schule gemobbt worden, schwieriger Ehemann, der prügelt, Firma in Gefahr, Erektionsprobleme, mit dem falschen Geschlecht geboren. Also all solche Sachen, die kann man da 13 Folgen, haben wir schon jetzt aus dem FF herausgeschüttelt. Nicht wahr? Ich weiß, wir beleidigen jetzt viele Autoren, die tragen auch sehr viel Kreatives dabei. Die Schauspieler spielen so weit, wie sie es können. Dann wird so ein Produkt, nicht wahr? Aber ganz ehrlich, bei deutschen Serien, glaube ich, sind sogar Autoren überflüssig. Ja, ich glaube, das macht schon eine Intelligenz. Ja, du musst ja nur so eine Krimiserie mal gucken. Ja. Das ist doch immer dasselbe, was da abgeht. Ja. Du hast vollkommen recht, dann hast du dann irgendwo wahrscheinlich. Ja, genau. Bei uns in Deutschland brauchen keine. Du hast noch so ein Fiesling dabei? Ja, irgendeine. Oder irgendeine fiese Möpse? Immer. Die gehört immer dazu. Immer. Die verliert natürlich am Ende. Am Ende des Gute Sieg, muss ja in Deutschland so sein. Ja. Stimmt. Also, das ist völlig, Darum, dieses Thema ist ein amerikanisches Problem. Wir brauchen keine Angst haben. Uns fehlt nicht nur die künstliche Intelligenz. Uns fehlt jegliche Intelligenz bei den Drehbuchautoren und den Schauspielern. Ja, da hast recht. Dann habe ich noch eine kleine Sache, und zwar passend auch noch zum Sommerwetter und sowas. Die Freibäder sind ja noch offen. Wir hatten, glaube ich, sogar schon hier im Podcast mal drüber geredet, Gewalt in Freibädern. Und jetzt hat Innenministerin Faeser das Problem erkannt und sie will die Gewalt in den Freibädern mit erhöhter Polizeipräsenz bekämpfen. Das heißt, in den Freibädern, also All Cops are Bademeister, Backup, kennen Sie diese Spur, kann man jetzt gut dafür benutzen. Ne? Auch in Berlin soll härter gegen die Beckenbandrabauken durchgegriffen werden. Weißt du, was ich machen würde, wenn sowas hier zum Beispiel bei uns in der Region, hier in Niedersachsen oder sowas, wenn sowas passieren würde in verstärktem Maße? Was? Das gesamte Chlor in den Wasser, was ich ja sowieso nicht für so gesund halte, einfach durch Aspirin ersetzen. Wenn dann einer einen Körper macht, dann ist er am Boden schon richtig geschillt und ruhig und so, kein Problem und so. Ja, nein. K.O.-Tropfen ins Wasser. Ja, K.O.-Tropfen ins Wasser, obwohl dann haben wir alle nicht so viel davon. Und das ist alles friedlich. Dann schwimmen alle Bauch unter dann. Im Wasser drum. Aber so eine, Wasserschutzpolizei kann man sie ja nicht nennen. Der Name ist ja schon verbrannt. Ja. Den gibt es ja schon. Ja. Ne? Aber wie würdest du sie nennen? Hättest du da was? Die Polizisten in den Badewannen. In den Schwimmbädern. Ja. Was hältst du von Soko Adilette? Okay, das wäre doch nicht schlecht. Oder die Chlorknaben. Es gab doch damals diesen Film Chlorknaben mit dieser korrupten Polizei und dann nennt man sie die Chlorknaben. Ja. Hätten die alle Blauhelme. Wäre sogar eine Einsatztruppe. Weil die alle als Badekappen so blaue Helme auf. Ja. Müssen die sich auch vorher abduschen, wenn sie ins Wasser retten müssen? Ja, das ist eine gute Frage, weil meistens sitzen die doch stundenlang in der brütenden Sonne auf so einem Turm und gucken ins Wasser. Ja. Bis dann irgendeine Oma, die nicht mehr weiß, wie sie schwimmt, oder einer den Tauchgang vergessen hat, wieder aufzutauchen. Ja. Und dann, oder wie gesagt, wenn da unten plötzlich tatsächlich mal so der Beruhigungsmittel sind, dann kann der doch nicht erst so einen kleinen Moment, dann geht er duschen, wäscht sich vielleicht noch sauber, damit er nichts drankommt, weil er ja draußen saß. Ja. Dann habe ich noch etwas gehabt, und zwar die EZB ruft die Bevölkerung, also dich, mich und alle anderen auf, bei der Gestaltung der neuen Euro-Banknoten mitzuwirken. Es gibt demnächst Euro-Banknoten. Bis jetzt waren ja weißt du, was auf den Euro-Banknoten bis jetzt drauf war? Ja, Zahlen. Nein, das sind sie immer. Nein, ich meine so als Motiv. Baudenkmäler. Genau, und zwar falsche. Ja. Also es sind alles Baudenkmäler, die es eigentlich nicht gibt. Okay. So, und jetzt möchte die EU, die EZB möchte jetzt neue Geldscheine drucken. Als Motive, haben sie jetzt schon gesagt, sollen drauf sein entweder Vögel, weiß natürlich nicht, ob sie dann echte Vögel nehmen oder auch ausgedachte, KI übernimmt, Flüsse oder Hände. Hände? Ja, warum? Hände. Ich weiß es, weil wahrscheinlich jeder in der EU irgendwie Hände hat, die meisten jedenfalls. Ja, okay. Aber warum Hände? Also, Hände ist eins der Motive, die sie vorschlagen. Ja. Man soll jetzt überlegen, was man da macht. Wir sollen als Bürger uns beteiligen. Ich muss sagen, ich hätte eine tolle Idee. Ein untergehendes Flüchtlingsschiff. Zum Beispiel. Das wäre doch gerade bei den Griechen. Ja. Das wäre doch ein tolles Motiv, wo man immer mal erinnert wird. Ein bisschen makaber. Gut, das war's soweit. Schönen Dank. Ja, dann würde ich sagen, machen Sie es gut. Bis in 14 Tagen. Ja. Wir hören uns dann wieder mit mir im Studio. Ich. Hallo. Ciao. Ciao. Tschüss.